die Verantwortung. Ich muss auf den Schultern ziehen, okay. Na, bin ich bei dir. Sehr gut. Sehr gut. So, da war. Sehr gut. Gut, mal die Song. Bleib ich so? Oder? Ja, ich bin ein. Aha, funktioniert. Bringt ganz schön her, okay? So, so. Ja. Guten Morgen alle miteinander. Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Servus. Zur, wenn ich es richtig gerechnet habe, zweiten Nockerberg-Pressekonferenz in diesem Jahr. Ernst ist ja der Nockerberg nie, Gott sei Dank. Wir freuen uns natürlich heute sehr, dass wir den Maximilian Schafroth als neuen Fastenredner präsentieren können. Unser Maximilian ist ja am Nockerberg kein Unbekannter. Zum einen, er hat ja doch im Singspiel schon dreimal, gell? Dreimal, genau. Drei verschiedene Rollen gespielt. Also die Nockerberg-Bühne ist ihm natürlich bekannt. In unserem Haus ist er seit vielen Jahren auch freundschaftlich verbunden und somit haben wir einige Wochen, Monate, ja doch schon wieder kurz, halbes Jahr her, nachdem die Luise Kinseher wirklich einen fulminanten Ausstand gegeben hat, haben wir natürlich überlegt und diskutiert und überlegt, wer könnte es denn machen? Und es waren natürlich einige Namen im Spiel. Es wurde ja auch bei Ihnen in den Medien viel diskutiert, wofür wir auch herzlich Danke sagen. Freuen wir uns immer, wenn viel über den Nockerberg spekuliert wird. Und dann, lieber Maxi, haben wir zusammengefunden. Und das ist uns ein großes Anliegen, dass wir natürlich das auch heute dann offiziell bekannt geben dürfen. Und dass wir ihn wieder einmal in der Nockerberg-Familie begrüßen dürfen, ihn allerdings dieses Mal ein bisschen an anderer Stelle, mit einem gewichtigen Amt, wie du gerade gesagt hast, das muss ich spüren, aber da wirst du sicher selber ein bisschen was dazu sagen. Und für uns als Bananenbrauerei ist es natürlich auch eine tolle Sache und eine Ehre, dass du zugesagt hast und sagst, jawohl, ich stelle mich der Aufgabe. Jeder weiß, dass es durchaus keine leichte Aufgabe ist, denn die Gratwanderung ist immer wieder da. Aber mit einem Profi wie mit Maximilian Schafroth sind wir absolut happy und freuen uns jetzt schon auf die Vorbereitungszeit und natürlich dann auf einen erfolgreichen Nockerberg 2019 am 13. März nächsten Jahres. Ja, lieber Maxi, bitte sehr. Also ich kann an dieser Stelle nur natürlich sagen, dass es für mich eine Wahnsinnsehre ist, dass ich dieses gewichtige Amt als Allgäuer, also als Nicht-Altbayer, übernehmen darf. Wir haben jetzt gerade im Aufzug auch gemerkt, es ist eine gewisse Anspannung vorhanden, weil es eine Tragweite hat. Es ist eine Tragweite, weil jetzt Sie da sind, weil das eine Verbreitung hat, die für mich auch eine neue Dimension erreicht. Das ist schon, wenn man ins Taxi einsteigt und der Taxifahrer sagt, guten Morgen, Herr Schafroth. Und ich sage, ich muss zur Bananenbrauerei. Dann sagt er, ja, ich weiß schon. Und dann steigt man aus und dann sagt er, viel Glück, Herr Schafroth, ich wünsche Ihnen viel Glück. Und wenn ich eine Zeitung kaufe am Kiosk, sagt der Kioskverkäufer, Schafroth, ist da was dran an der Sache? Und ich sage, ich weiß nichts, ich weiß von nichts. Also ich bin jetzt erleichtert, dass wir dieses Schweigen brechen dürfen. Für mich ist das der Olymp im Kabarett. Das ist das, was man irgendwie doch vielleicht sich nicht traut zu äußern, dass man das irgendwann mal machen will. Aber dass das so früh kommt, vor allem, das freut mich wahnsinnig. Und ich beerbe große Namen und da bin ich sehr, sehr dankbar für das Vertrauen, das da in mich gesetzt wird. Und ich glaube, ich bin gestellt. Ich bin gestellt, wenn es darum geht, vor Publikum zu spielen, das vielleicht nicht immer nur Fans sind. Ja, man kann sich den einfachen Weg machen, man kann immer vor Leuten spielen, wo man sagt, die kommen sowieso, weil ich da bin und die finden mich witzig und dann
lachen die auch genau da, wo ich mir das vorstelle. Aber aus meiner Historie heraus, ich habe eine Bankausbildung gemacht und meine Bankchefs haben sehr früh mein humoristisches Talent erkannt. Und ich werde nicht vergessen, wie mein Chef damals gesagt hat, Herr Schaffroth, ich habe gehört, dass Sie im Credit Office die Kollegen imitieren. Und dann hat mein Chef mich damals in sein Büro zitiert und hat gesagt, Herr Schaffroth, imitieren Sie mich, machen Sie mich mal bitte nach. Und dann habe ich seinen Gang imitiert und dann wusste ich, jetzt darf ich jetzt so weit gehen. Und dann habe ich gemerkt, der fängt zum Lachen an und dann bin ich irgendwann immer detaillierter geworden und dann hat er aufgehört zum Lachen. Und ich glaube, dieser Punkt, den man erreichen muss und diesen Punkt, an dem Menschen sich selber erkennen, die vielleicht eben nicht jetzt Fans sind, die sagen, wir Kabarett, sondern Fans, die sich, Leute, die sich einen Spiegel vorhalten lassen. Und das macht diese Veranstaltung wie keine andere, diese Möglichkeit zu bieten, dass der Spiegel vorgehalten wird und da die Leute an diesen Punkt zu bringen, diese feine Gratwanderung zwischen Selbsterkenntnis und Verstimmtheit, das auszuloten und das auch mit einem Charme auszuloten, weil hingehen und irgendwie ranzig sein und abwatschen, das ist nicht meine Sache. Ich glaube, ich war sehr früh beseelt vom Beobachten und Wiedergeben, und das zu spüren, wenn Leute sich wiedererkennen und dann lachen. Und das fußt auf einer tiefen Liebe. Das wird jetzt die Frage sein, ob die Politiker am Nockerberg diese Liebe erkennen. Ja, das wird sicherlich eine spannende Frage werden. Ja. Insbesondere in der neuen Situation, aber nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass das natürlich auch, wenn man auf der Nockerbergbühne ja schon mal war, natürlich auch von Seiten des Singspiels her, spürt man ja diese besondere Atmosphäre und wir haben uns ja jetzt im Vorfeld auch schon viel unterhalten und ich finde es wirklich toll, wie der Maximilian sich da sehr intensiv damit auseinandersetzt und auch natürlich die Aufgabe, du hast das gesagt, ja auch dir bewusst ist und dich auch sagst, Mensch, wie gehen wir das an und wie machen wir es anders oder eine Spur besser und da haben wir jetzt schon viele, viele intensive Diskussionen gehabt und Gespräche gehabt und wir freuen uns jetzt wirklich auf die nächsten Wochen und Monate. Jetzt können wir alles offiziell machen und müssen uns nicht mehr verstecken und darum ist der heutige Tag auch wieder ein besonderer, denn wir hoffen natürlich sehr, dass wir mit dem Maximilian eine neue, hast du gemerkt, ich sage jetzt immer Maximilian, ja, beides Maximilian, eine neue Ära jetzt natürlich wieder einleiten, das Ganze nach acht Jahren, die Zeit vergeht, es ist Wahnsinn, mit unserer Mama Bavaria, mit der Luise. Und jetzt wieder ein Mann auf der Bühne.